Dann ich grüße euch zu einem neuen Video hier in meiner kreativen Ecke. Ja, heute ist wieder Samstag, das heißt, es gibt ein neues Video und geplant war eigentlich noch ein zusätzliches Upcycling-Projekt, was ich aber aufgrund der immer noch so großen Maskenanfragen nicht geschafft habe zu drehen. Und ja, weil ich somit diese Woche auch wieder fast ausschließlich in meiner Freizeit an der Nähmaschine gesessen habe, habe ich einfach die Kamera aufgestellt und habe mitgefilmt. Es gibt zwar schon unzählig viele, ich habe keine Ahnung mehr, wie viele Nähanleitungen zum Thema Behelfsmasken hier auf YouTube in den unterschiedlichsten Varianten, wie man sich die vorher gar nicht hätte vorstellen können. Genau, ich habe am Anfang, als ich damit gestartet habe, auch noch eine vereinfachte Form an Behelfsmasken genäht und mittlerweile habe ich mich da auch sozusagen ein bisschen weiterentwickelt und habe ein bisschen was verändert. Und zwar nähe ich die Masken mittlerweile auch mit einer Öffnung. Das hier ist eine Maske, so wie ich sie zurzeit nähe. Genau, die hat kein langes Schrägband mehr, dass man die hinter dem Kopf binden muss, sondern die hat hier neben einfach nur noch so ein Gummiband dran. Alternativ dazu kann man auch so wie ich dehnbare Schnürsenkel nehmen oder aber auch diesen Textilgarn oder Jerseygarn, den man ja ganz einfach auch wie so ein Wollknäuel auf einer Rolle aufgerollt kaufen kann. Und das eignet sich dafür auch perfekt, muss ich sagen. Meine Masken haben, wie gesagt, mittlerweile auch eine Öffnung an der Oberseite, so dass man halt zusätzlich noch einfach einen Filter mit reinstecken kann. Dazu kann man einen einfachen Kaffeefilter nehmen. Ich habe mir auch sagen lassen, man kann ein Stück Ceva dort einlegen. Ich glaube, der Kaffeefilter, weil er ein bisschen fester ist, lässt sich, glaube ich, etwas leichter da reinstecken. Genau, ich habe hier einfach auch mal so ein Stück Kaffeefilter zurechtgeschnitten und stecke den jetzt mal hier rein und zeige euch einfach, wie man die Maske dann aufsetzt. Das Nähen dieser Maske ist wirklich nicht sonderlich schwer. Selbst die, die ja wirklich sehr, 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 sehr selten oder noch nicht viel an der Nähmaschine gemacht haben, die können sich daran einfach versuchen. Es geht ja auch im Prinzip nicht darum, dass die Nähte alle sauber sind, dass alles gerade genäht ist und dass alles gut aussieht, sondern ja, dass man einen Schutz einfach für sich selbst vor dem Mund hat und vor der Nase. So, wenn ihr den Filter dann da reingesteckt habt, dann könnt ihr die Maske schon mal so ein bisschen auseinanderziehen und vorformen, so wie die ja dann vor dem Gesicht oder auf dem Gesicht auch sitzt. Ich muss sie hier nochmal rumdrehen, sehe ich gerade. Genau, und dann braucht ihr die einfach nur auf die Nase packen und die Bänder hinter die Ohren stecken. Gucken, dass wieder alles sitzt. Ich stecke mir dann meine Maske immer ein Stück unter meine Brille und dadurch, dass die Brille dann so ein bisschen hier drauf sitzt, braucht man auch keinen Draht hier oben anbringen, denn ja, es sind mittlerweile, ich habe mir das fast schon gedacht, also ich habe gedacht, die Drähte, wenn die hier oben eingesetzt sind, verursachen irgendwann Löcher im Stoff, wenn man die öfter wäscht. Und ich habe sogar jetzt von einigen schon gehört, dass wenn man die Masken wäscht, dass dann irgendwann hier oben der Stoff anfängt zu rosten durch den Draht, wenn der Draht nass wird. Und deswegen nähe ich nach wie vor alle Masken ohne Draht. Und wie gesagt, ihr könnt jetzt sehen, ich spreche ganz normal, ich atme ganz normal und meine Brille beschlägt nicht. Und die Maske sitzt eigentlich auch ohne Brille hier oben relativ gut und dicht an. Also das ist überhaupt kein Problem. Die schließt hier unten gut ab, die sitzt gut hinterm Ohr, die drückt nicht, die tut nicht weh. Und ja, zu den Masken an sich zu sagen, ich nehme die jetzt mal wieder runter, damit ihr mich wieder besser versteht, ist, dass ich auch eine Variante nähe, etwas kleiner für Kinder. Und hier muss ich aber sagen, letzten Endes bleibt es natürlich jedem selber überlassen, ab welchem Alter ihr euren Kindern solche Masken aufsetzt. Generell wird ja empfohlen, das erst ab einem Alter von 6 Jahren zu machen, weil die Gefahr besteht, dass wenn kleinere Kinder diese Masken tragen, dass sie nicht genügend Sauerstoff, die kriegen darunter Luft, natürlich kriegen wir ja alle auch, aber dass sie nicht genügend frischen Sauerstoff
einatmen, um das Gehirn mit Sauerstoff zu versorgen, weil das wohl bei kleineren Kindern einfach sehr viel wichtiger ist als bei etwas älteren Kindern und Erwachsenen. Und von daher, ja, informiert euch da einfach vorher drüber, bevor ihr das macht. Ja, jede Maske, die sich jemand selber näht, braucht niemand zu nähen, der so wie ich im Moment ausschließlich Masken näht. Von daher, versucht euch da einfach mal selbst drinne. Ich bin, glaube ich, um jede Bestellung froh, die nicht mehr bei mir eingeht. Ich nähe die nach wie vor sehr, sehr gerne und ich möchte auch weiterhin nähen, das ist gar keine Frage. Aber an manchen Tagen habe ich wirklich schon fast daran gezweifelt, wie ich das noch schaffen soll. Mittlerweile habe ich das wieder ganz gut im Griff. In diesem Sinne wird auch heute der Tag für mich wieder fast ausschließlich an der Nähmaschine stattfinden. Und deswegen werde ich mich gleich auch jetzt wieder dorthin begeben und werde weiter nähen. Und ich würde sagen, viel, viel Spaß bei meiner Anleitung und viel Spaß beim Nachnähen, beim Ausprobieren. Ihr könnt euch tolle Farben aussuchen, das muss nicht hässlich aussehen. Wir können, wenn wir ab Montag diese Masken tragen müssen, in der Öffentlichkeit einfach auch hübsch damit aussehen oder witzig damit aussehen, knallige Farben tragen oder was auch immer, euer Lieblingsmotiv. Genau, also ich denke, das muss nichts Negatives sein, sondern wir können das einfach auch wieder so positiv zelebrieren, will ich mal sagen, wie es nur eben geht. Und in Sachen Positive Vibrations habe ich mir auch überlegt, einfach nochmal ein zusätzliches Video mit Ideen an kreativen Sachen oder wie man den Alltag so positiv wie möglich im Augenblick gestalten kann, wie das andere machen, welche Ideen bisher andere haben und wie auch ich einfach meinen Alltag gestalte oder positiv bleibe. Darüber werde ich, denke ich, nochmal ein Video machen und werde das jetzt auch in den nächsten Tagen für euch hochladen. Und nächste Woche Samstag geht's dann hier hoffentlich wieder mit einer ganz stinknormalen Anleitung, DIY, Upcycling, Nähanleitung, wie auch immer weiter. Und bis dahin würde ich sagen, bleibt alle gesund, bleibt kreativ, macht es gut und ciao, ciao, bis zum nächsten Mal. Für deine selbstgenähte Behelfsmaske brauchst du einen Baumwollstoff mit den Maßen 17 x 34 cm. An den beiden kürzeren Seiten schlägst du, so wie du im Video siehst, die Seiten einmal ein und steppst das Ganze einmal ab. Dann legst du deinen Stoff links auf links aufeinander, sodass sich die beiden abgesteppten Nähte oben treffen und faltest, so wie du im Video siehst, drei etwa gleichmäßig große und im gleichen Abstand sich befindende Falten in diesen Stoff und steckst das Ganze mit Stecknadeln gut fest. Und schneide dir jetzt zwei kürzere Stücke Schrägband zurecht und fasse damit die beiden kurzen Seiten deiner Behelfsmaske ein. So, jetzt kannst du die Nadeln aus deinem Stoff schon entfernen und kannst die oberen kurzen Enden vom Schrägband und einmal entlang der kompletten Unterseite absteppen, damit das Schrägband nicht ausfranst. So, das ist fast schon der ganze Trick. Oben ist jetzt die Öffnung. Die Enden vom Schrägband, die überstehen, kann man noch ein bisschen zurückschneiden. Und jetzt kommen einfach nur noch die Bänder für die Ohren dran. Hier habe ich euch ja bereits in meinem Intro schon erklärt oder vorgeschlagen, was ihr dafür verwenden könnt. Und dann bringt ihr das Ganze an den kurzen Seiten, oben und unten, auch wieder mit ein paar Mal drüber nähen an der Maske an und schon ist eure Behelfsmaske fertig. Die Maske, die ihr hier übrigens im Video seht, habe ich für den Online-Shop von Nordic Sail genäht
Und diesen und ganz viele weitere knallige Farben mit neonfarbenen Bändern könnt ihr, wie gesagt, im Online-Shop von Nordic Sail bestellen. Und ich wünsche euch aber auch viel Spaß beim eigenen Herstellen eurer Masken. Und genau, verabschiede mich schon wieder. Das war's. Ihr seht jetzt anschließend nochmal, wie ich mir die Maske aufsetze im Schnelldurchlauf. Das habt ihr aber auch vorher im Intro schon gesehen. Und in diesem Sinne, genau, bleibt gesund und viel Spaß beim Tragen. Bis zum nächsten Video. Macht's gut.